Hallo liebe Schüler, heute geht's um Lotfällen und senkrechte Errichten. Ich habe hier über mir, habe ich euch gleich mal das gezeigt, was eigentlich am Schluss rauskommen soll. Also wenn man auf die eine Seite schaut, hier bei Lotfällen, da ist eigentlich das gleiche wie hier. Es schaut bloß mit ein paar anderen Zeichnungen aus, die Kreise sind anders. Das ist tatsächlich Lotfällen und das ist senkrechte Errichten. Nur, wie wir da hinkommen, das werden wir euch jetzt erst erklären. Nur, festhalten können wir schon, Lot und Senkrechte haben miteinander zu tun, denn es im Endeffekt kommt fast das Gleiche raus und es muss irgendwas mit einem 90-Grad-Winkel zu tun haben. Das hat, ist ja mal die Eigenschaft von der Senkrechten. Aber schauen wir es uns im Detail an. Also, gegeben war am Anfang quasi auf der linken Seite, auf dieser Seite hier, eine Gerade und ein Punkt, der nicht auf der Geraden liegt und hier ein Punkt, der auf der Geraden liegt. Und schon haben wir eigentlich den Unterschied zwischen Lotfällen und senkrechte Errichten. Hier wird quasi ein Lot gefällt, das geht senkrecht nach unten und hier wird etwas errichtet, nämlich auch wieder eine senkrechte. Da nennt man es ein Lotfällen und hier nennt man es eine senkrechte Errichten. Wie das vorangeht, schauen wir uns jetzt erstmal auf der linken Seite an. Als erstes machen wir von diesem Punkt hier einen Kreis, der diese Gerade zweimal schneidet. Als zweites markieren wir diese beiden Schnittpunkte. Und jetzt müssen wir nur noch eine Mittelsenkrechte konstruieren. Das wisst ihr noch hoffentlich, wie es geht. Wir zeichnen quasi einen Kreis um diesen Punkt, der größer ist als die Hälfte der ganzen Strecke. Und dann zeichnen wir denselben Radius auch noch um diesen Punkt. Und dort, wo sich die beiden Kreise schneiden, entsteht ein weiterer Punkt. Moment, werden jetzt die meisten sagen. Wir haben doch da immer zwei Punkte gemacht, nämlich auch einen hier oben. Den können wir uns allerdings sparen, denn dieser Punkt muss genau auf der Mittelsenkrechten liegen. Wenn ich das jetzt also verbinde, passt es auch. Der Punkt, den wir unten konstruiert haben, der liegt auf der Mittelsenkrechten und natürlich dann auch dieser Punkt, von dem wir das Lot fällen wollten. Also mittelsenkrechte Lot geht hin und her, aber im Endeffekt ist es das gleiche, nämlich eine senkrechte. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir uns den zweiten Punkt hätten sparen können oder haben sparen können. Denn wir hätten den noch hier zeichnen können, dann wäre das aber genau ein dritter Punkt gewesen und es reichen uns ja zwei Punkte aus, um so eine Gerade zu zeichnen. Gehen wir hier rüber. Hier heißt es jetzt senkrechte errichten. Wir machen als erstes wieder einen Kreis mit zwei Schnittpunkten. Hier und hier, also ein Kreis um den Punkt, so dass sich das zweimal schneidet. Dann markieren wir diese beiden Schnittpunkte und dann konstruieren wir wieder eine Mittelsenkrechte. Das heißt, hier einstechen, einen Kreis zeichnen und hier einstechen, einen Kreis zeichnen. Und dort, wo sich die beiden Punkte schneiden, dort ist ein weiterer Punkt, wo wir eine Senkrechte zeichnen können. Wiederum können wir uns den zweiten auf der anderen Seite sparen, da wir ja schon einen Punkt auf der Mittelsenkrechten haben. Und jetzt haben wir eine Senkrechte errichtet. Schauen wir uns das Ganze hier an. Das ist völlig identisch. Es sind zwar unterschiedliche Aufgaben, aber die Konstruktionsschritte sind die gleichen. Das war's für heute. Ja? Heute habt ihr gelernt, was ein Lotfällen ist und was eine senkrechte Errichten ist. Man kann sich das ganz leicht merken. Fällen heißt irgendwas von oben nach unten umfallen lassen, also nach unten fallen lassen. Und errichten heißt etwas aufbauen. So kann man sich das leicht merken. Im Endeffekt ist es völlig wurscht, was er macht, Lotfällen oder senkrecht errichten, denn es gibt drei Arbeitsschritte, mit denen man das Ganze bedienen kann. Das war's, gut lernen!